Intervitis Interfructa 2010 in Stuttgart. Die internationale Technologiemesse für Wein, Obst, Fruchtsaft und Spirituosen. Sie zählt rund 600 Aussteller und gut 40.000 Fachbesucher. Bedeutend ist die Intervitis Interfructa auch für Krones und dieses Mal besonders für die neue Etikettiermaschine Vinetta. Premiere für die kleine Maschine, die viel Platz für große Technik in sich trägt. Reges Interesse auf Kunden- und Besucherseite. Ja, weil Krones eine Maschinenfirma ist, die bei uns in der Kellerei Maschinen stehen hat. Und wir kommen ja hierhin, um Neuerungen zu sehen und kennenzulernen, die man eventuell brauchen kann. Also sie sieht schon so aus wie die alte. Vom Aufbau her, von der Robustheit her sind wir jetzt schon mal positiv überrascht. Die komplett neu entwickelte Vinetta ist genau auf die Bedürfnisse des Mittelstandes zugeschnitten. Sie ist in den Baugrößen 4.000 bzw. 8.000 Behältern pro Stunde erhältlich. Eben eine kleine Maschine, die auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Marktführers mit sich bringt. Die Vinetta ist eine sehr platzsparende Etikettiermaschine im Rundlauf. Ihr Etikettenbehälter fasst 5.000 Etiketten. Bei Behälter- und Etikettenwechsel glänzt sie mit kurzen Umstellzeiten. Wechselbare Verschleißstreifen sichern eine höhere Lebensdauer der Führungsgarnituren. Eine Leimpumpe mit integrierter Heizung gewährleistet konstante Etikettierqualität bei gleichzeitig sparsamem Leimverbrauch. Hinzu kommt ihre enorme Vielseitigkeit. Durch ein zusätzliches Kaltleimaggregat können auch Rücken-, Halsring- oder Bügelverschlussetiketten aufgebracht werden. Auch eine Ausrüstung mit Aggregaten für Selbstklebeetiketten ist möglich. Auf den Punkt gebracht, bietet Krones mit der Vinetta künftig auch Abfüllern kleinerer Mengen im Weinbau, bei Brauereien und im sonstigen Getränkebereich wieder eine Etikettiertechnik auf Weltniveau. Neben der Vinetta war der Krones-Füller Modulfill VK-PVCF klar im Fokus. Wein und Sekt wollen besonders schonend und sauerstoffarm abgefüllt werden. Exakt an diese Erfordernisse angepasst ist der Modulfill VK-PVCF. Er schützt die Getränke vor CO2 und Aromaverlust. Dieser Füller geht nach der Messe übrigens zur Wein- und Sektkellerei Josef Draten in Zell, Mosel. Werkstattleiter Rolf Krötz ist schon gespannt. Versprechen tun wir uns an und für sich eine sehr hohe Füllgenauigkeit, ja, und ein produktschonendes Abfüllen. Deswegen haben wir uns auch für dieses System entschieden. Weil mittlerweile ist es so, dass die Flaschenvielfalt doch sehr groß wird. Und von verschiedenen Füllhöhen und von der Füllgenauigkeit her. Und deswegen haben wir uns für dieses System jetzt mal entschieden. Je nach Füllprodukt kann der Modulfill VK-PVCF übrigens bis zu 60.000 Flaschen pro Stunde erreichen. Auch Cosme, die 100%ige Tochter von Krones, präsentierte sich auf der Intervitis Interfructa. Zum einen mit dem Ein- und Auspacker AcePack und zum anderen mit der Etikettiermaschine Flexa. Der AcePack setzt je nach Ausstattung verschiedene Behälter bis zu einer maximalen Größe von 1 Liter ein. Die Leistung liegt bei bis zu 8.800 Behältern pro Stunde. Die Etikettiermaschine Flexa eignet sich für den Leistungsbereich zwischen 4.500 und 8.000 Behältern pro Stunde. Ihre modulare Bauweise erlaubt eine Kaltleim- oder Selbstklebeetikettenverarbeitung. Die notwendigen Aggregate werden einfach angeschlossen. In 3 Jahren findet die nächste Intervitis Interfructa statt. Auch dann wird sie ihren Fachbesuchern Gelegenheit geben, sich umfassend zu informieren und relevante Investitionen zu tätigen.